So, jetzt haben wir eine abgeschlossene Basis hier drin. Hier werden wir ein bisschen umbasteln. Ja, das kann man so machen. So. Schwupp, schwupp, schwupp. Das sieht gut aus. So lassen wir es. So, jetzt ist die Basis hier schon mal verschlossen. Ist vielleicht alles ein bisschen niedrig, aber das ist nicht schlimm. Hier hätten wir dann das Portal mit dem entsprechenden Raum dazu. Und dann müssen wir halt mal schauen, dass wir das entsprechend anders aufbauen, dass wir hier erstmal Türen reinkriegen und so weiter. Das machen wir jetzt direkt. Wupp. Haben wir denn hier noch welche in der Gegenstandskiste? Haben wir nicht, aber wir haben Crafting Tables. Bringen wir erstmal ein bisschen die Stones zurück. Ein Stack heben wir uns auf. Wupp. Wupp. Und von der Erde heben wir uns dann auch noch einen entsprechenden Stack auf. Netherstone. Wupp. Da war's. Wupp. Da war's. So, Crafting Tables haben wir. Haben wir denn noch Öfen? Das ist auch so eine Frage. Haben wir noch. Nehmen wir mit. Werden wir brauchen. So. Was haben wir vergessen? Holz für die Tür. Aber auch nicht schlimm. So, wir haben hier hinten eine Wand. Zack, zack, zack. Da hauen wir dann einfach schlichtweg die Öfen drauf. Mimp, 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 mimp. Das war nix. Da nehmen wir uns dann ein bisschen Erde dazu. Wupp, 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 wupp. So, 12 Öfchen. Crafting Table. Damit haben wir hier unten schon mal die Basis für alles Weitere geschaffen. So. Und dann brauchen wir Holz für die Türen. Ich meine, wir brauchen hier generell... Generell brauchen wir ja ohne Ende Holz. So, dann nehmen wir uns mal diese Dinger mit. Ein paar Schilder, ein paar Kisten. Leitern ist vielleicht auch nicht verkehrt. Sollte man haben. Was für Musik. Oder so ähnlich. Ah, es gibt Situationen, wo die Musik sehr nervenaufreibend sein kann. Das hier ist zum Beispiel so eine Situation.
So, zwei Türen. Oh, brauchen wir ja nur eine. Upp. Oder auch nicht. Upp. Perfekt. Dann brauchen wir noch zwei Druckplatten und dann können wir hier noch ein paar Kisten abstellen und dann sieht das doch alles schon ganz hübsch aus. Wink, wink, wink. Ups. So. Und dann kann man hier wunderbar raus. Ja. Perfekt. Und dann müssen wir uns was mit der Beleuchtung einfallen lassen. Vorher brauchen wir aber noch die ein oder andere Kiste. Habe ich denn? Nee, habe ich jetzt gerade nicht. Zack. Dann hier und hier. Kriegen wir die Kisten auf? Nein, kriegen wir nicht auf. Dann nehmen wir sie wieder runter. Da habe ich nicht aufgepasst. Denn hätte ich aufgepasst, hätte ich gemerkt, dass ich diese Dinger mit Slabs machen muss. So geht es. So geht es auch. Aber da müssen dann halt noch ein paar Slabs drunter oder eben... Das machen wir uns einfach. Da gehen wir jetzt nicht wieder dahin. Sonst müssten wir nochmal in die Oberwelt. Nur um das jetzt zu basteln, was wir hier basteln müssen. Da machen wir aus Cleanstone einfach ein bisschen Cobblestone. So. Ups. Zip, 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 zip. Sechzehn Stück, das müsste reichen, wenn ich mich nicht irre. Dann packen wir da eine hin. Diesen Jesme. Packen wir da eine hin, da eine hin. So, jetzt geht die Kiste auf. Zack. Ja, lassen wir erstmal so stehen. Sieht jetzt zwar nicht sonderlich schön aus, aber... Obwohl, lassen wir so nicht stehen. Die nehmen wir wieder mit. Pop, 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 pop. Und dann hauen wir die Öfen halt hier hin. So. Wo habe ich meine Öfchen hingestellt? Da habe ich meine Öfchen hingestellt. Zip, 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 zip. Das war nicht korrekt, oder? Doch, das war korrekt. Doch, das war korrekt. Das war so ultra korrekt. So, hier pflanzen wir unseren Crafting Table hin. Dann brauchen wir ein bisschen was Beleuchtungsmäßiges. Und dann schauen wir mal, was wir hier für Geschichten veranstalten können. So, etwas planlos laufe ich hier rum in meinem kleinen Betonklotz. Aber das ist erstmal alles nicht so wild. So, jetzt packen wir mal den ganzen Kram hier rein. Was wir brauchen werden, in jedem Falle, ist später entsprechend viel. Ich möchte wetten, hier oben sind die Viecher. Da gehen wir jetzt einfach mal gucken. Was habe ich gesagt?
Na gut. Aber damit lebe ich jetzt. Das ist jetzt erstmal nicht schlimm. Die machen zwar einen heiden Lärm, aber das kann man ja später noch abstellen. So. Komme ich denn hier, von hier aus, auf das Dach drauf? Weil dann kann man ja hier oben vielleicht später ein bisschen zumachen mit Erde oder Netherstone. Ja, das ginge. Das ist ja dann auch ein Bereich, wo sie dann später nicht mehr spawnen können. Wenn wir jetzt hier was zumachen, verschwinden hier unten die Dinger, weil die brauchen ja 2 Block Höhe, sehe ich gerade. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann machen wir das doch nämlich so. So in etwa. Hi! Na, ich gehe hier mal besser weg. Der ist mir zu gefährlich da. Hi! Ich gehe hier mal besser wieder weg. Das ist mir zu gefährlich, aber ich leuchte es hier oben einfach ein bisschen aus. Zack. 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 Und dann spawnt hier so schnell nichts mehr. Sofern sich das die Nesa-Mobs auch so ein bisschen an die Spawning-Regel halten oder an die Licht-Spawning-Regel. Das hier machen wir dann einfach ein bisschen zu, dann können sie nicht gleich zu uns runterrennen. So. Und dann ist das gut. Okay, ich glaube, die halten sich nicht daran. Aber es ist auch also nicht weiter schlimm. Wir haben ja jetzt schon mal größtenteils die Basis aufgestellt. Fertig. Sehr schön. Was wir brauchen werden, ist in jedem Falle Knochenmehl. Bauernmehl ohne Ende. Davon haben wir nämlich nur noch eins. Und das ist vielleicht ein bisschen wenig. Jetzt ist die Sonne natürlich aufgegangen. Das heißt also für uns, wir haben nicht wirklich die Möglichkeit, hier noch was rauszusuchen. Jetzt machen wir erstmal diese Monster-Spawning-Flächen wieder aus. Möp, möp. Schwupps. So, wie man hört, hat man Most Creatures immer noch aktiv. Die Frage ist halt nur, wie lange noch, weil Most Creatures tatsächlich schwere Probleme verursacht mit dem Spawning anderer Monster. Ich glaube, Most Creatures duldet keine anderen Monster neben seinen eigenen. Du sollst nicht haben andere Monster neben mir. Oder so. Bei der Gelegenheit könnten wir allerdings dann aber auch eben schnell die Kiste ein bisschen ausräumen, denn, wie gesagt, wir haben ja jetzt gezielt nichts aus diesen Most Creatures Drops gemacht. Aus dem Fuhr können wir uns auf jeden Fall nochmal Wolle machen. So. Und die anderen Drops hier, damit können wir nichts anfangen. Da haben wir nicht so viel von. Ich habe gerade einen Creeper gesehen. Da war er. Hi!